Das ist das passt. TX 118, wo ist denn das da? Da ist kein TX 118. Nur Zunidisk. Wobei TX 118 ist. Achso, das wird das andere sein. Mhm. Aber wenn der nicht geht, geht dann vielleicht der andere. Geht dann vielleicht der. Weil da normal müssen beide gehen. Beziehungsweise wann müsste der noch gehen, bevor die gehen, und weil die sind ja nur von dem DLC. Komisch. Bei einem weniger wollen. Aber es steht nicht gedüngt da. Sonst dauert es vielleicht nur lang brauchen, aber es steht nicht gedüngt dabei. Am Ocker. Und vielleicht das so steht nur. Was in den Höfer eingeschalten gehabt. Bei dem hat es aber auch hin. Vielleicht muss ich die Pumpen einschalten, aber normal nicht, wenn die Pumpen müssen das tun machen. Aber so bisher. Ja? Warum muss ich vorne die Pumpen einschalten? Dass das hinten geht. LOL. Aber so hat's hin. So geht's. Müssen wir halt über das andere Name drüber fahren. Sieht man wirklich wohl schlecht hintereinander. Jetzt wird die Gülle schnell weniger. Gut, so dann kann man noch einen Lastwagen da. Mit noch einer Fuhr. Da steht der Lastwagen mit der Gülle noch drin. Aber da wird der Wagen nicht mehr ganz voll werden noch mit der Lieferung. Ja, dann geht das gut. Das Gülle führen und gleichzeitig düngen. Also Gülle führen.
das funktioniert gut. Die Biogasanlage da, die hat ja nur Gärreste und Fülle, haben viele Bauern auch nur, die wissen ja gar nicht mehr oft wohin damit. Und da ist es geschickt, wenn es dann so annehmen gibt wie mich, die dann einfach kaufen und selber ausbringen. Die aber selber jetzt nicht so viele Tiere haben, wo sie dann zwar da normal gar nicht lohnen darauf. Aber uns mit unserer Schätzung richtig liegen. Ja, ein bisschen weit links. Innenansicht ist das halt ein bisschen schwerer da mit dem da. Das ist wirklich gar nicht hintereinander. Weil der Auspuff und die Leitungen machen es da auch nicht gerade besser. Vielleicht könnte man das da noch ein bisschen anders einstellen, den Spiegel. Aber das wird gar nicht so viel bearbeitet, wenn man das schaut. Das ist nur das, wo die Gülle reinkommt. Scheinbar zwar rein. Und dann schon die Wald. Super schief gefahren. Vor jetzt haben wir gerade drüber, dann haben wir wieder gerade da. Da haben wir auch ein bisschen was auslassen. Voll gerade, dass ein bisschen reingewischt haben. Tun geht's, aber da hinten nicht, das muss ich dann auch montieren. Ich meine, ich sehe dann oben, auf der Oberseite. Das ist dann nicht wurscht, was unten nicht ist. Okay. Jetzt muss ich den vielleicht noch wegmachen, dass das nicht stört. So blöd, dass das eine klitscht. Die Oberwärtsbreite ist halt eigentlich relativ ernüchternd, aber dafür hast du gleich zwei Oberwärtsschritte in einem, die natürlich dann wieder ein bisschen Zeit einspart. Weil ich schätze, das Feld geht jetzt sogar aus. Wenn wir jetzt dann noch ein bisschen unter der Hälfte haben. Na, wobei. Naja, ein bisschen schaffen wir es. Ein bisschen schaffen wir es noch. Weil wir haben ja noch eine Fuhre im Lastwagen drin. Das heißt, das Kind hat sich. Es wird sich nicht ganz ausgeben, aber fast. Was normal brauchst du zwei Fuhren noch im Lastwagen. Zusätzlich. Da gehen ja 15.000 Liter rein und in den Lastwagen glaube ich nur 11.000. Aber kaum was noch mehr weglassen, rattert die Gülle weg. Jetzt müssen wir eh bald nachfüllen fahren. Wir haben dann noch andere paar
spezielle Sachen auf unserem Hof. Die haben wir uns dann auch noch anschauen. Und nicht so speziell wie das jetzt, so außergewöhnlich, wenn man es sagen will. Aber so außergewöhnlich ist es jetzt auch nicht, weil das ist ja schon ein öderes Glasmodell, das ist ja kein ganz neuer. Aber ja, er macht seinen Job. Ja, warte, das gut ein. Wenn wir das noch einmal runterschaffen. Ah, probieren wir es. Wenn wir jetzt besser sind, ja, war nicht gut. Das ist mit dem Teil. Das muss ein bisschen herumprobieren, bis man das heraus hat mit dem Teil. Okay, probieren wir noch mal ein bisschen mehr. Bis wir laut sind. Ich schätze, das Kind sich sogar noch ausgehauen. Aber es schaut gut aus, jetzt dauert sich das sogar mit einer Fuhr noch ausgehauen lassen. Da kommen wir nicht mehr bis einmal, glaube ich. Wobei, naja, schauen wir mal. Was ist? Klappen wir mal zusammen und dann tanken wir schon wieder auf. Das ist jetzt ganz professionell. So schaut's aus. Das gibt's noch. Aber das ist ein bisschen blöd bei dem da. Weil das da ist so hoch. Und das da bei dem ist aber so weit unten. Dabei kann man den auch noch oben. Na. Richtig dumm. Das ist bei dem da unten drunter irgendwie. Bei mir ist das irgendwie. Und wenn du das da reinkriegen willst. Ja, da musst du ein bisschen improvisieren. Ah ja. Ein bisschen schief, ne? Halt ja. Vorfahren ist sowieso. Rivet. Kann ich da was laufen? Ich glaube, da muss ich in den anderen, das andere Fahrzeug einsteigen. Ja, schauen wir mal. Ob das überhaupt funktioniert. Nee, ich glaube, das geht gar nicht. Nee, ich glaube, das geht nicht einmal. Na, no, geht nicht. Das passiert, wenn man Sachen vom Video nicht testet. Aber es ist gut, dann kann man mit dem aufnehmen. Ah, das ist mir leid. Macht man so und dann noch extra mit drüber drüber. Müssen wir es erst anders dann machen.
Aber so funktioniert es jetzt wenigstens. Müssen wir den Race dann erst dann aufmachen. Aber da ist es glaube ich noch schneller weg. Ja, aber dann haben wir das gleich. Wobei, das ist auch blöd. Ah, dann fahren wir mal. Dann fahren wir wieder hier. Das ist blöd. Dann machen wir das anders da. Blöd, dass das nicht funktioniert. Macht man das Beste. Gehen wir uns einmal da her. Das ist jetzt wurscht. Muss ich noch gerade machen. Und dann fahren wir mit dem auftanken. Ich bin jetzt geschissen, dass wir so auf den Hof haben. Das ist glaube ich relativ flott, ja. Dann tanken wir auf. Ist das der so brav? Na eh du. Naja, dann fahren wir mal zum Hof auftanken. Hof ist noch nicht ganz fertig. Da bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden mit. Ich möchte den gerne noch detaillierter machen. Der ist jetzt ein bisschen kahl. Schauen wir eigentlich immer die Doppel zu befallen. Bisschen eng, aber das geht schon. Das war schon. Müssen wir uns halt einen anderen Kühlertank noch kaufen. Und der, was wir jetzt haben, nicht passt. Da ist das auch ein bisschen. Weil normal kostet glaube ich bei dem Dörr in echt nur durch das Dörr durch aufsagen in den Tank. Sonst gibt es glaube ich in echt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, außer oben vielleicht. Es ist eigentlich keine andere Möglichkeit außer durch das Rohr, aber da ist sonst kein anderer Ausschluss. Na ja. Merkt schon, ich weiß nicht, ob sie das so seht, aber wenn es ein bisschen lenkt, dann wogelt er jetzt viel mehr. So, dann fahren wir wieder zum Ocker drüber. Da dichter wohl relativ, also relativ dicht eigentlich. So, da fahren wir wieder schnell links, dass wir nicht ausstoßen. Dann schauen wir, wo wir anfangen.
dann fangen wir da wieder an. Und jetzt schauen wir, wie das jetzt draußen ausschaut. Schaut ja relativ gut aus eigentlich. Ja. Es hat hin. Jetzt müssen wir noch keiner für oben fahren am Rand. Bloß jetzt sind wir frei zum Umdrehen. Dass man nicht immer noch über das, was schon offen ist, drüber fahren und das wieder zusammendrucken. Weil wir wollen ja, dass der Boden offen ist sozusagen. Also nicht, dass er zusammendruckt ist, sondern schön locker. Deswegen schauen wir, dass wir da zuerst den Rand überlassen. Das dann noch ein paar Weg nehmen. Ich muss ja auch noch schauen, vielleicht fangen wir mit Mais an. Dabei haben wir jetzt eigentlich Rüben. Vielleicht mache ich da auch ein bisschen Getreide auf der Karte. Mal schauen, vielleicht da ein bisschen Mais noch. Das muss ich noch schauen. Immerhin gab es eine Biogasanlage selber am Hof RDA. Was wo ich die Silage eine dort hinter. Die Frage ist nur, rentiert sie dann so ein Häcksler und sowas noch. Weil jetzt die Maschine, das rentiert sich jetzt ja alles, auch mit der Maschine da. Das funktioniert ja ganz gut. Das mit Drescher, also so. Das ist vielleicht auch hier auf der Karte halt noch. Aber dann hätte ich halt Monokultur, weil ich halt dann nur noch die Ruhe hätte, wenn ich das Getreide nicht hätte. Und dann haben wir wieder ein Problem. Deswegen dann halt vielleicht statt Getreide Mais, ne? Das dann häckseln, war eine Möglichkeit. War ja. Probe war halt noch dann. Mit dem Häcksler oder was für einen man sich da kauft. Wie das alles funktioniert noch. Dann braucht man wieder natürlich Ofahrer, nicht? Viele Anhänger und Traktoren. Ich meine, Traktoren hätten wir glaube ich nur. Geschickt war vielleicht so, dass man gleich eine Serie und das Häcksler Anhänger kann. Das war die Idee. Ein Häcksler für eine Serie, den er mit der Zapfen antreibt. Das wäre eine gute Möglichkeit, glaube ich. Wäre halt natürlich dann auch cool, wenn das relativ breit wäre. Aber ich weiß halt nicht, ich glaube, das gibt es nicht so breit zum Anhänger. 1-2 Meter vielleicht. Also 3 Meter hätte ich schon gern, ne? Mixerien zum Anhänger. Naja. So. Fahren wir mal hier hoch.
hier mit den schrägen Bahnen. Wir haben auch etliche gebraucht. Und dann noch auf der anderen Seite auch. Wieder runter. Schauen wir gleich, dass wir da von hier oben so viel wie möglich mitnehmen können. Aber ich schätze, wir brauchen mehr als noch einmal rauffahren. Ich schätze, wir müssen rauf und dann wieder runter auch nochmal. Wenn wir dann ein paar Mal ein bisschen weiter drinnen geblieben sind und wieder ein paar Mal weiter heraus. Ne? Muss man ja wohl aus hin. Sonst Dämme, wohin hier mal ja mit Nachbarn. Ja, da müssen wir glaube ich nochmal rüber. Los muss uns das die zwei Teile ausmachen. Und bin ich wie für uns umführt. Warum jetzt? Jetzt sind wir glaube ich in Grenzen. Es wird schon langsam knapp. Das Ding da haben wir ja noch einer. Aber schon langsam wird es knapp mit der Gülle wieder, ne? Dann machen wir jetzt erst das Wichtigste, wenn Opa tot hat, ich auch noch mal gern drüber fahren lassen. Wenn wir jetzt das andere schon drauf haben. Ja, müssen wir schauen. Aber jetzt haben wir nur noch 2000 Liter Gülle. Und ob das für da unten das noch ausreicht. Wir müssen ja da drüben die ganze Länge auch noch machen. Wobei es da natürlich ein bisschen dünner ist, aber schauen wir mal. Ich darf mal nicht vergessen, dass wir beim Umfahren hinten das runterlassen haben müssen, weil dass wir die Spuren, was wir jetzt rein machen, noch so weg haben. So, dann können wir die auch gleich wegmachen, die Spuren da tragbar. Haben wir da wieder alle Spuren weg. Drüben werden wir wahrscheinlich nicht einmal mehr auf. Wird das nicht einmal bis auf wahrscheinlich ausgehen, Opfer. Naja, schauen wir mal. Aber wahrscheinlich nicht. Im Mädchen oder nein, das geht sich nicht aus. Das ist unmöglich. Da kommen wir nicht weit. Ja, jetzt haben wir gleich aus wieder. Müssen wir doch noch aufholen. Wieder nicht doch. Dass wir da noch eine brauchen. Was vielleicht doch besser, so einen Zubringer zum Kaufen, wo dann mehr Liter kleine passen. Doppelt so viel wie in alten war geschickt. Naja, müssen wir schauen.
was da gibt, was unseren Anforderungen entspricht. Jetzt müssen wir halt noch einmal fahren, ne? Hier da hinten können übrigens auch uns. Deswegen haben wir ein Mähwerk für den Glas, was dann her der Fuhren da ist, der Fuhren abhaft, wo man dann gleich alles überblicken kann. Aber hauptsächlich die Arbeit von dem Glas ist eigentlich nur das Gülle führen. Aber wie gesagt, da haben wir mit dem auch mähen. So, sind wir wieder voll. Kann man da eigentlich rum, ne? Jetzt mit den Platten, wo die Platten liegen. Das ist übrigens, wo dann die Rüben her auf Haufen gehauen werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass bei uns noch der Lastwagen kommt und das wird weggeführt dann mit so einer Maus aufgeladen. Sondern es wird einfach mit einem ganz normalen Radlader aufgeladen wieder. So. Werden wir mit der Fuhre auch fertig machen. Und können nachher zum nächsten Acker. Und dann schauen wir. Weil dann werden wir auf den nächsten Acker natürlich auch wieder jetzt dasselbe machen wie jetzt. Und dann haben wir noch ein paar andere Aufgaben auch zu machen. So, dann fahren wir gleich hinten rein. So. Die Uhr ausschalten bringt mir nichts, die Pumpe muss angeschalten werden. Warum auch immer die Pumpe zum Gülle eintanken angeschaltet werden muss, dass hinten der Gruber geht, man weiß es nicht. Mal auf, dass ich zu das Haus gehe. Wie wir jetzt wieder sehen, machen wir jetzt gerade wieder überall unsere Spuren ein, was natürlich nicht so super ist. Aber das ist so gerade blöd, wie das anders gehen soll. Ich würde nicht so anders da gescheit gehen. Das muss man so machen. Jetzt können wir da das auch wecker machen. Kann man das gleich aber die nächste Schicht drauf fahren, Vollgas. Na jo. Wenigstens alles gescheit eingearbeitet.
alles geschissen ist jetzt wieder. Wir müssen da oben dran wieder alles zusammen, die ganze Herd. Natürlich nicht so ideal. Also zu, wir müssen eh nochmal da ganz rein. Wenn damit nochmal was vergessen. Du hierher kommst. Dann machen wir wieder eine kleine Traktorspur rum. Da fahr ich jetzt einer. Ich will eigentlich die Traktorspur nicht da herin haben. Mäge das eigentlich von hinten. Dann haben wir auch wieder was auslassen. Naja. Aber mit den 1000 Liter geht es jetzt locker aus. Wenn wir kein Problem haben. So, dann müssen wir noch einmal um. Das Ausgelassene machen und dann haben wir es. Ja, das haben wir gleich bis hier. Das ist besser. Dass wir keine Spuren reinmachen und da ist der Baum durch die geschissen. Ja. Ah, der Baum. Der eine Baum da. Aber wer pflanzt da einen Nadelbaum unter den schönen Laubbaum? Ich sehe nicht so eine gute Idee. Ich werde das wieder auslassen da. Das geht nicht. Das geht nicht weg. Naja, fällt uns da links das, rechts das. Was machen wir das? Aber das geht auch nicht weg, schau. Ganz komisch. Aus irgendeinem Grund geht das nicht weg da. So, dann machen wir die Spuren da gleich wieder weg da. Da ist da herfuhren. Wenn wir das überlassen haben, schieben zurück. Machen wir das dann gleich weg da. Ich hoffe, dass das geht. Das geht weg da, perfekt. Machen wir das auch weg da. Der Rest geht, warum auch immer, nicht weg. Und jetzt fahren wir wieder zum Hof, tanken auf. Stöhnen wir mal zumindest zum nächsten Acker. Schon jetzt geht's? Jetzt geht's, Hauptsache. Du musst auf der rechten Seite vom Lastwagen stehen, dann geht's. Jetzt kann ich auffüllen. Du musst auf der Seite vom Lastwagen stehen, auf der anderen Seite geht's noch. Danke. Danke für die nette Information. Na, ich hab das jetzt da weggedankt von da. Ich hab jetzt gerade von dem Tank da drüben, das in den rein da. Ja, und wie geht das anders drum? Geht das andersrum, ne? Hauptsache da kann ich einer finden von drüben, aber nicht den, den anderen. Ganz komisch. Wurscht, ich fahre den einmal. Ich fahre den einmal weg zum Händler, der muss sich den einmal anschauen. Irgendwo stimmt da nicht.
Also das ist einmal auch schon, dann tue ich einmal, glaube ich, einen Anhänger aufbauen drauf. Die Anhänger. Kauft man vielleicht noch einen Anhänger passend dazu. Dann werden mit dem noch ein Wurm geführt. Silage noch, wenn wir es machen. Aber der Tatra, der ist ein super Gelände gegangen. Super Wurm. Ich weiß eh nicht, wo man da überhaupt das Gülle reinpumpt normal. Ich werde nicht so ganz verstanden. Normal, da ist ein Pumpen, aber was pumpt die da? Weil die ist ja nur am Fassel angeschlossen. Das ist da am Fassel und da am Fassel, aber wo schließt was anderes an? Da kannst du auch nur das, was das rauskommt. Das ist das, was du das raussaugen kannst. Normal. Halt auch nur normalerweise, ne? Da stehen noch unsere meisten Maschinen, die habe ich mir noch nicht vom Händler angeholt. Wie gesagt, Hof ist auch noch nicht fertig. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die Fahrzeuge, was da jetzt stehen, überhaupt gefallen wäre. Fix ist die, was jetzt aktuell am Hof stehen, die gefällt mir. Bei die bin ich mir noch unsicher. Den anderen kann ich auch wieder verkaufen. Wo ist denn das da? Jetzt kann man doch kurz schauen, was da los ist. Kann man den gleich neu lackieren? Ja, die Keys haben sie nicht mehr, nicht. Schaut alles alt aus auf den. Schaut so grün aus. Ja, vielleicht so wie beim Militär. Ich finde das Standard-Türkis ganz schön. Das ist wirklich cool. Die Farbe da. Die gefällt mir. Und da gibt es den Anhänger. Der ist ein bisschen Fortschritt-Style. Dann für Silage. Ist das auch Silage? Oder was kann man da einführen? Ja, 34.000 Liter. Aber was ist die Frage? Weil ich glaube nicht, dass da Getreide einführen kannst, das rennt da aus. Silage vielleicht, ja, das kann sein. Das Güllefassel, wo es nicht ganz so funktioniert, wie man das vorgeschaut hat. Ein Miststrahler, der wird ziemlich sicher funktionieren. Nur habe ich keinen Mist. Und warum ist eigentlich da das, die Rückwand so gewellt? Man weiß es nicht. Und einen Ballenwagen gibt es noch. Ja, werde ich mal den nehmen. Und in solche. Ja, die Trailbockreifen sind so schier. Wirklich schlimm. Und dann nehme ich mal dann einen Anhänger noch dazu. Sicher können wir eh daher. Frage ist, hat der auch so eine schöne Farbe? Passen die zusammen oder ist es eher eine andere Farbe? Ja, das ist nicht dasselbe Grau. Wenn, dann müssten wir vielleicht beim Traktor, also beim Tatra ein Grau nehmen, was hier auch gibt. Das wäre eine Möglichkeit. Dann nehmen wir das da einfach. So. Dann haben wir hier auch so ein Grau. Konfigurieren. Aber das schaut jetzt schon dunkel aus, ne? Sehr dunkel. Aber das hellere, ich weiß nicht, ob das so. Ist das heller viel? Ne, und das ist so komisch türkis, das eine da. Das mag ich überhaupt nicht im LS. Weil das ist irgendwie so fein, das ist ja. Nicht so eine schöne Farbe, finde ich. Aber sonst habe ich auch nicht wirklich viel eine andere Möglichkeit. Außer, dass ich dann vielleicht dieses Grau nehme. Das meine ich. Das wäre vielleicht ein bisschen heller. Naja.
Dann kaufen wir uns einen Anhänger dazu. Quellfarbe haben wir jetzt die. Hauptfarbe. Stimmt, da hast du die Abdeckung noch. Den Hänger oder mit Holzwände. Aber ich würde fast den nehmen, weil der ähnelt den normalen. Klar, hier passt mehr rein, aber der schaut halt so aus wie der Lastwagen, ne? Und welche Reifen nehmen wir? Ich würde fast die nehmen, die schon aus wie beim Lastwagen. Ja, weil solche hat der Lastwagen auch ungefähr. Naja, schauen wir mal, wie das ausschaut mit diesem dunklen Grau. Ich finde jetzt schon fast nicht mehr so cool aus wie vorher. Aber schauen wir mal. Bei der hat auch gewählt. Also, okay. Naja, schauen wir mal, hängen wir mal an. Fahren ein Stück vor. Haben die sogar dieselben Rückleuchten, sicher. Haben sogar dieselben Rückleuchten. Können wir eigentlich die Bordwände auch drauf machen, die höheren, oder? Weiß nicht. Schon, oder? Ich müsste gleich noch einen Anhänger dran einfach. Flachs haben wir jetzt 3, 4, 5. Geht nicht. Darf man ja maximal, glaube ich, 6 oder 7 darf man haben, glaube ich, maximal. Ich glaube, ein Anhänger reicht eh. Und macht da die höheren Wände hoch. Mach ich drauf. Muss man mehr Kapazität haben. Ja, wie ich da jetzt wieder nachher rauskomme, ist eine andere Geschichte. Ach, jetzt steht der Aushalt vom Trigger. Ist der irgendwie rum? Ja. Drehen wir wieder um und fahren wieder über diese kleine Stelle rein. Sehen Offroad-gängiger LKW mit dem BTC, wenn man fahren könnte, nur wenn man Zeit hätte. Da machen wir jetzt die höhere Kapazität rein, konfigurieren. Schaut die nicht so schlecht aus. Mit dem werden wir nachher Rüben abtransportieren. Mit Getreide. Haben wir eh mit, wenn wir den LKW-Aufbau mitberechnet, haben wir jetzt 5 Anhänger. Sollte reichen. Und gleich hier rüber. Da haben wir auch das Mähwerk in einem anderen LKW, aber das ist noch ein bisschen buggy. Das muss ich noch irgendwie schauen, dass das funktioniert.
Da steht auch schon die anderen Anhänger herin. Ich weiß gar nicht, ob man da reinfahrt. Doch, das war's. Weil da haben wir so Joskin-Anhänger. Haben wir da herinnen. Jetzt die Fortschritt-Anhänger. Und dann haben wir hier noch einen Fortuna-Anhänger. Ach so, das ist so. Das sollen die Spanngurte von der Plane sein. Glaube ich. Ja, die sind nur auf einer Seite. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben wir hier noch den Fortuna-Anhänger. Ich finde den aber nicht so cool. Also irgendwie ist er cool. Hätte er vielleicht, weiß nicht, irgendwie gefallen mir die Reifen und das hintere Teil nicht so, weil es so undetailliert ist, weil es keine Details hat. Sonst ist so ein Dreiachser eh cool. Naja. Den mit der Seemaschine werden wir demnächst auch noch brauchen. Aber auch nicht in dem Video mehr. Der ist auch geil, ne? Geilen Sound. Und? Was ist das jetzt? Ja, also das ist unten ist neutral, vorwärts, rückwärts. Ah. Die Gänge, die Untergruppen, das ist jetzt langsam und dann auch schnell ist da. Okay. Hat der stufenloses Getriebe? Nein. Wobei, na sicher, oder? Da tust du nur in vorwärts noch Beine, also ganz cool. Und dann tust du einfach mit dem Regler da, wo der Schnecken und der Rosum ist, das einstellen, oder? Weiß gar nicht. Aber schau, der hat sogar da rechts schon Bildschirme und da fuhren den, aber der fuhren der ist noch wirklich einfach, glaube ich. Der hat ja sogar schon relativ viele Bildschirme, naja. Und gut modelliert ist auch. Wenn wir mit dem vielleicht noch was anfahren. Naja. Oder wir sahen Rüben, dann ist das was anderes, dann werden wir einen anderen Traktor benutzen. Aber ich schätze, dass hier das Getreide raufgenommen und auf dem anderen Acker nachher. Und auf dem anderen dann die Rüben. Jetzt werden wir da mal wieder auffüllen, dass wir noch gleich am nächsten Acker fahren können. Hier haben wir ja einer. Und dann tanken wir gleich auf das nächste Mal. Das war ein bisschen schnell in der Kurve. Aber mir jetzt nicht umgekommen. Ich denke gleich auf, wenn ich woanders bringe, sie zieht. Ich kann auf die Maschine sagen. Ist unser Drescher da? Von außen schaut er, also von vorn schaut er scheiße aus, wenn ich recht bin, so Fendt ist schon scheiße. Finde ich einen echt scheiße Fendt, aber. Ja, das ist Heck. Unser Drescher da halt, dann das Fendt-Schneidwerk da. Dann haben wir da einen Teleskoplader von JCB. Das Heck ist da richtig cool, die Lichter und so. Dann ein Radlader von JCB, das ist der, mit dem wir die Rüben auflohnen. Also der ist übrigens für Saatgut und so, Düngewälter. Und da haben wir ganz, die Rundumleuchten sind geil. Und der hat lauter so Warnsticker, die man auf konfigurieren kann. Samot, die Schaufel da fuhren. Dann haben wir den, also der Traktor ist Standard LS. Rest, also die Spritzen ist ja vom DLC nicht. Bis der da fuhren. Das Hubwerk ist ein Mod. Und den haben wir jetzt zum Spritzen, den werden wir auch demnächst noch, also nach dem Sahn noch, werden wir den noch benutzen. Dann haben wir den, und zwar der, wie man sehen, die Räder da erfuhren und
elendslange Leine bis zur Seemaschine, mit dem da mal die Rüben sehen. Und der Vorteil ist halt bei dem, du hast halt, erstens, weil das ist einmal eine Einzelkorn-Seemaschine. Weil, wenn du da nicht zum Nachziehen herast, war das System von dem Traktor fast unnötig. Der Vorteil ist aber, dadurch, dass der hier dieses Gelenk hat, ist der extrem wendig und ich kann extrem schnell beim Feldrand umdrehen. Also es ist extrem leicht zum Umdrehen. Gespannt bin ich, wie der Höfer mit dem umgeht, Arad, weil die Lenkung ist halt wirklich fast ganz umgekehrt lenken, ja. Also, fragen wir, wie der Höfer da Arad, ob der sich da zurechtfinden würde. Auf jeden Fall super leicht zum Umdrehen mit dem da. Ja. Und unser Rübenernte ist halt noch da, was ich schon geredet habe davon. Mit so einem bin ich ja in echt schon mitgefahren. Also, auch nicht. Vielleicht öders Modell noch, aber auch so ein Zwachser von Holmer. Ja, sonst haben wir eigentlich nichts mehr da am Hof. Was ich auch noch sagen könnte. Den können wir zum Acker stellen schon mal. Die Bremsen von dem sind elendig schlecht. Die sind so mies, die Bremsen bei dem da. Dafür ist die Lenkung gut. Das haben wir eh. So. Gehen wir schon mal her. Mal her müssen noch. So. Passt. Gespannt bin ich, ob der den Gruber überhaupt der Bock, was ich da hinten oben habe. Glaube ich nämlich nicht. Naja. Schaut, euch geht auch noch. Also das ist ja von dem Hubwerk, ne, ja. Überall gingen Leitungen hintere zum Traktor. Und da das rennt sogar mit, oder die Achse da. Der Allrad. Ja. Aber die davon sind nicht auch drin normal. Wie lenken bisher? Feinfühlig. Also eigentlich nicht feinfühlig. Weiß ja. Ja. Ja, schon feinfühlig, aber nicht. Wenn jetzt extrem leicht kommt, hat der schon fast zwei. Halt, ja. Lenkt fast zu arg ein. Ich frage mich halt wirklich, was der Helfer macht, wenn ich den Helfer einstelle. Ob der dann richtig verkackt und das und viel zu eng einlegt oder viel zu weit einlenkt. Naja, das werden wir ja dann sehen. Und ja, mal zu switchen. Aber ich würde sagen, das soll es von der Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da. Und ciao.